Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Seala, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob du deine Gewerberechtigung behalten kannst, ja oder nicht, und das klären wir bei dieser Legung. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Das ist ein verliebtes Paar. Natürlich bedeutet das Liebe Partnerschaft. Und ich schließe nicht aus, dass diesbezüglich auch gerade Glück hast. Aber bei dieser Legung geht es um deine berufliche Situation, um eine rechtliche Lage. Und wir können diese Karte auch symbolisch deuten. Du lebst deine Berufung, du bist mit Herz und Seele dabei und du wirst diesen Vertrag oder diese Gewerberechtigung behalten können. Da ist diese Vereinbarung und das ist von Gott gesegnet. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild wieder die Zahl 2 und das ist die Vereinbarung, wieder ein Hinweis, dass du diese Gewerbeberechtigung behalten kannst, aber du wirst dich neu orientieren, beruflich neu orientieren und nicht aus Not heraus, sondern aus Begeisterung. Worüber sollst du noch nachdenken, was deine Gefühle symbolisiert? Deinen Emotionen zeigt hier dieses Bild. Diese Zahl 4 ist ein Symbol für Sicherheit, Stabilität und Struktur. Hier die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Im Beruflichen bedeutet das Kreativität oder eine spirituelle Richtung oder Arbeit im sozialen Bereich. All diese Berufe, wo wir mit Gefühlen dabei sind und du bekommst eine Chance, eine Möglichkeit und das sollst du auch erkennen. Es sind Neuigkeiten, womit du gar nicht rechnest, bringt dir aber Glück. Du sollst auch nicht wegschauen, deine Augen schließen, sonst stoßt du in deine eigenen Grenzen. Das heißt, orientiere dich neu, du bekommst Chancen, Möglichkeiten, du änderst die Richtung beruflich, aber es geht bei dieser Legung eigentlich darum, ob du diese Gewerbeberechtigung behalten kannst. Und die Antwort gibt dir diese 2 Karten. Das ist das Festhalten und das ist schon ein Hinweis, dass du das bewahren kannst. Kann es sein, dass sie eine Zeit lang das entzogen, schließe ich nicht aus, dass sie das bewahren, aber hast du hier Erfolg und zweimal kommt die Zahl 4. Hier auch nochmal die Zahl 4, also insgesamt 3-mal. Und das bedeutet Sicherheit, Stabilität und Struktur. Falls Sie diese Gewerberechtigung entziehen, nur für kurze Dauer, aber in deiner beruflichen Zukunft wirst du deine Berufung leben, hast du Glück, Chancenmöglichkeiten, Neuorientierung, wirst es auch leben und du kannst diese Gewerberechtigung behalten. Und das zeigt hier Sieg einmal und die Ergebnis ist hier auch dieses Sieg. Liebe Seala, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal
eure Dendera Susanna Medici.